So, liebe Leute, wir fangen wieder mit diesem So, liebe Leute an, weil mal so ein YouTube-Mensch gesagt hat, du musst immer mit demselben Spruch anfangen. Ganz genau. Machen wir aber doch nicht, also manchmal nicht. Also heute mit So, liebe Leute, das haben wir so gelegt. Wir sind wieder in W7 und wir sind wieder zusammengekommen, um Whiskys zu verkosten. Und wir haben heute, also ich habe heute zwei Special Guests. Ja. Willkommen, ihr wunderschönen Menschen. Henry mit I und Martin mit R. Martin mit R, genau. Das hat er geübt. So. Genau. Und das Programm heute ist auch ganz ordentlich, was wir uns vorgenommen haben. Im Vorfeld haben wir uns überlegt, was suchen wir heute aus, ne? Ja, was suchen wir denn? Und das ist nur hinter mir. So, und wir haben uns heute zwei gegensätzliche Whiskys ausgesucht. Der Henry wird diese wunderbare Aufgabe übernehmen. Heute macht er wieder da, kann er das? Den Whisky mal zu zeigen. Wäre schick. Ja. Tomaten. Ja. Er wollte mal einmodeln. Ja, genau. So, oder wie der Bernburg, wir sind ja in Bernburg, sagt Tomatin oder so ähnlich. Ne? Das ist immer so mit der Aussprache. Wir müssen ihn ja so aussprechen, dass die Leute uns hier verstehen. Und die, die den bestellen, sprechen den ja auch so aus. Rotes Gemüse! Also, nicht, dass jetzt wieder einer sagt, wie sprechen die denn das Zeug aus? Ne? Also Tomaten, wie auch immer. Tomaten? Tomaten, so sieht's aus. Und hat überhaupt nichts mit Tomaten zu tun. Und es ist ja so, wenn ich mich richtig erinnere, die Destillerie hatte, glaube ich, mal die meisten Brennblasen. Mächtig, 24 Stück, glaube ich, nur so, oder über 20. Und gebrannt, wie die Stiere haben die, und die haben richtig... Was heißt denn eigentlich Brennblase? Eine Blase, die brennt. Ei. Gut, also der große Kessel, wo drinnen destilliert wird. So, und da haben die so viel gehabt, dass die so viele Mengen produziert haben für die, natürlich, Blended-Industrie, also für die, wo immer drin, in den Whisky. Und haben wirklich viel erzeugt und irgendwann einmal, ja wie so ist, kann man nicht mehr so viel absetzen und weil sie auch viel guten, da war ja bestimmt guter Whisky dabei, haben sie den einzigen in meinen Augen wirklich vorteilhaften Weg begangen und haben gesagt, und jetzt hören wir mal auf mit der Resinmenge. Brennblasen sind stillgelegt worden, abgebaut, den Markt getan. Und jetzt zeigen wir mal, dass wir auch schöne, wunderbare einzelne Whiskys, also Single Malts herstellen können. Kümmern uns ums Fass, machen das. Und so dass heute manche Leute erstmal sagen, ja, Tomaten waren das nicht die gewesen, die immer so massenweise Whisky hergestellt haben. Ja, das waren die. Und wir haben hier so ein Beispiel für eine wunderbare Sache. Einen 14-jährigen Port-Cask, also ein Portweinfass. Für mich erfüllt er alle Bedingungen, die ich immer dran stelle. Er hat genügend Dampf, wer gute Augen hat, kann... Das wäre ja. 46 Volumenprozent. 46 Volumenprozent. Ich will mich heute besaufen. Ich habe 100% Sehvolumen. Ja, aber bloß in den Augen. So, er ist schön alt. Er hat eine besondere Fassreifung. Und wir werden denn jetzt nicht lange rumdiskutieren, was man überall nachlesen kann oder was andere Experten über die Brennerei machen. Weil ich weiß, ihr seid schon, wie sagt man, ihr seid daran gewöhnt, dass wir euch noch stundenlang aufklären, aber heute mal nicht. Heute mal nicht. Ganz genau. Das kann man ja dann alles nachlesen. Natürlich. www.nachlesen.de. Oh, danke schön. Bitte sehr. Danke schön. So. Und ich brauche den noch nicht richtig ins Bild zu stellen, wir haben ihn ja ein Bild gezeigt, da steht er. Eingefüllt. Haben wir heute gelernt, ne? Cilantro Mahan. Cilantro Mahan. Oder sagen wir jetzt laut? Cilantro Mahan. So, Farbe, sehr schön. Ja. Auch ein bisschen ölig, finde ich schön. Ja. Ich habe jetzt ein bisschen vergessen, ob der gefärbt ist oder nicht, aber ich glaube, der ist nicht gefärbt. Aber das muss man nochmal nachlesen. Das können die anderen nachlesen. Genau. Weil wir sagen immer, wenn er gefärbt ist, hatte ich letztens schon die Diskussion, dann auch in Deutschland, wenn er gefärbt ist, sage ich zur Farbe eigentlich nichts. Aber hier sieht es nicht aus, nach meinem Gefühl. Aber ich kenne mich auch irren und das macht uns ja nur menschlicher. So, nach 14 Jahren riechen wir ja, ich sage 14 Jahre riechen wir ja. Man sagt ja bei der Ehe, ich kann ihn nach 12 Jahren nicht mehr riechen. Ich
beim Whisky. Nicht beim Whisky. Du sollst ihn auch trinken. Ja, aber auch mal riechen kann. Und das lege ich so an dir. So. Also, und man kann diesen Portwein, das Portweinfass. Man riecht das Portwein raus. Und ich bin ja auch Portwein-Fan. Also. Ja, ist alles dran. Süß, was Martin? Wenn scharf ist, ist es rauchig, oder? Nein. Nein, das ist scharf. Der hat einen ganz leichten Abgang. Der sehr süß, subtil. Also, mancher würde vielleicht sagen, süffig. Kann man sagen. Ja. Also, verflucht nochmal, ne? Seit 14 Jahren. Und also, nichts. Gut gereift. Gut gereift. Und ich meine, diese ganz leichte Schärfe, die sich so ergibt, ne? Wobei ich denke, das kommt nicht unmittelbar von den 46 Volt, kommt auch von einigen Bestandteilen, die sicherlich auch drin sein dürfen. Ja. Ja. Und. Ja, ja. Das ist eine andere Intention. Das ist, ja, das ist richtig. Das ist keine schwachbrustige Sache. Genau so ist das. Ja. Also, wenn mir jetzt einer sagt, er möchte nur einen leichten Whisky haben, ist der nicht geeignet dafür. Andererseits muss ich sagen, da sich schon ein bisschen reingetastet hat, irgendwann wagt man sich voran. Ja. Ist es eine gute Wahl, die doch mal zu probieren. Und da kommt doch bei uns ein paar Blut an. Ich empfehle ihn natürlich aktiv. Gerade für den, der sagt, ja, die hatte ich jetzt so nicht auf dem Schirm. Vom Namen her kenne ich das. Und wir haben ja bei uns ein paar, sag ich mal so, 55, 56 Sorten von allerhand Brennereien. Ja. Und von schaffen wir nicht alle. Schaffen wir nicht alle. Von einigen habe ich es dann beschränken müssen auf eine einzige Flasche, also auf eine Sorte. Und, das heißt, 50 Sorten in einem Glas. In einem Glas immer drin. Da kommen die Kinder, ja. Da gibt es ja Pubs, die schütten immer den Rest aus der Flasche immer drin. Ja? Ja? Und das nennen die den Porterplan. So. Und dann wird das gegenseitig umgereicht und dann sollen wir erraten, was alles drin ist. Ja? Bei uns wird im Moment bis zum letzten Tropfen alles getrunken. Also, ich würde so sagen, ein sehr schöner Whisky. Man nennt das auch die Liquidierer. Er schmeckt so, wie versprochen, hat sein Alter, er schmeckt nach dem Fass. Portwein, der das liebt. Und der Bums auf dem Leib war voll älter. Jo. Empfehlung. Mhm. Grand Delix. So, und er liegt für meine Begriffe in so einem mittleren Preisfeld drin. Ja. Bei uns in dem auch, also das ist bezahlbar. Und wie gesagt, es ist aber keiner zurückgeschreckt. Und sagt, nee, das ist mir viel zu teuer, weil gut, in unserem Papier und W7 herrscht sowieso das Motto, wir wollen es nicht im Glas bewundern die ganze Zeit, das ist nicht aus Gold, es soll getrunken werden, aber das muss ja jeder andere Papp muss das natürlich entscheiden. Das sage ich jetzt aus immer wieder wären sozialen Respekt, ihr trümmert euch ein Sparmenü für 25 Euro, ja? Das ist das hier und wieder das geringste Euro übel. Ja. Ah, Martin, ne? Ja. So. Martin Bär. Genau. Ja. So, schön. Das kommt nicht um, wir machen das immer, wir stellen das hier so ein bisschen genau in der richtigen Reihenfolge, dann wissen wir es. Danach singen wir Arien durch Bernburg. Oh. Danach legen wir los. Genau. Oh, so. Und nun, das war der Wunsch heute. Nun kommen wir zu einem, der bei uns noch nicht so lange zu haben ist. Lange habe ich gezögert, muss ich ehrlich zugeben, weil dieser Whisky sprengt hier in unserem Pub ein kleines bisschen so die eigentliche Preisdimension. Der Henrich führt ihn mal nach vorne. Das Handmodel. Das Handmodel. Es ist nichts Geringeres und nichts anderes als der Octomore. Nicht der Brennerei Octomore, sondern in diesem Fall der Brennerei Bruichladdich. Auf der Insel Eida. Eine interessante Brennerei, die auch jede Menge unter ihrem eigenen Namen herstellen. Auch hier in Octomore, wie gesagt. Den haben wir hineingenommen, weil wir bei uns im Pub auch auf unsere Gäste reagieren. Also wenn jemand sagt, Mensch, ja, und habt ihr denn nicht und könnt ihr denn nicht, würde mich interessieren, dann lasse ich mich breitschlagen. In diesem Fall hat er noch Whisky noch Schweine, das Regal hat er noch Platz. Ich habe ihn bestellt. Und zwar von allen Ausführungen wollen wir uns heute einer 08.1, also der ist aus dem Jahre 2008. Und zwar eine spezielle Geschichte, so nennt er aus der Masterclass Scottish Barley. Der ist also
schottische Gerste verarbeitet wurden. Schottische Gerste. Ich glaube das auch, weil auch unser Bier hier, was wir schon vorgestellt haben, ist ja so, stammt von einer Farmbrauerei, die ja auch als Farm Getreide anbaut und folgerichtig auch das Getreide, was sie in der Brauerei verarbeiten. Das ist ein lobenswerter Trend, kann ich nur sagen, dass man, wenn man auch einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz leisten will, also zum Umweltschutz ist so eine blöde Geschichte, allein nur durch zum Ressourcenverbrauch. Ganz genau, man trinkt mehr Whisky für den Umweltschutz. Nachhaltigkeit, ganz kann man ja auch sagen und deswegen auch die Geschichte, bin ich sehr zufrieden mit. Was ist noch über den Oktomor zu sagen? Es ist zu sagen, dass der in einer, der ist ja 8 Jahre alt, also 2008, 2016 abgefüllt. Und das liest er nicht von der Flasche ab? Gar nicht, steht nur hier drauf, aber das Problem ist, das steht verkehrt. Halt die Brille nicht auf. Halt die Brille nicht auf. Das repetiere ich aus meinem Hirn. Ja, so. Er ist ein Virtuose, sondern genau. So. Und hier ist es aber weiß auf der dunklen Flasche und die lösbar 59,3% Dampf. Für mich kein Problem, ich trinke bis 60% unverdünnt, aber muss nicht, wir haben ja auch die Ausstattung. 75% Panika. Ja. Hallo Timo. Ja, auch wirklich. So, und wie gesagt, ich war da doch froh, weil es ist schon, der ist schon doch oft bei uns getrunken worden. Und deswegen wollen wir uns ja heute eben auch mal zu Gemüte führen. 49. Ja, und ich will natürlich auch, das steht auch drauf auf der Flasche, das kann jeder lesen, 167 ppm. Und das ist keine Anzeige für die Beats per Minute, ne? Nein, ist es nicht. Beats per Minute. So, und wir wollen ihn aber erstmal hier reinlesen und dann können wir was dazu sagen. Wir wollen jetzt mal selber riechen. Nein. So. Genau. Das ist ein Topf. Ach, wir füllen mal eben ab. Ja, so. Ich war ähnlich, ich habe Wasser getrunken. Ja, das funktioniert. Das hat ja so. So, wir haben natürlich mit Bedacht diese Reihenfolge gewählt. Ne? Die haben wir mit Bedacht gewählt. Hier ist nun klar, der ist nicht gefiltert und auch nicht gefärbt. So, das ist er nicht. Oh, der riecht wie ein altes Haus, herrlich. Riecht wie ein altes Haus, ne? Die Abrisshäuser, die wir rum. Und jetzt kommt der Punkt. All diese Messwerte, 167 ppm für Neuheit oder ja, so. Ja, klar, das hat erstmal noch nichts zu tun mit, wenn man also eine Flasche Lagavulin aufmacht, ne, die mit dem Messwert in Deutschland drunter liegt, da riecht die Bude schon nach 2 Sekunden von vorne bis hinten. Nach alte Latschen. Ja, wie Dachlattenfabrik, ja. Ein sehr guter Whisky, also nicht, ist, dass man denkt, wir drücken jetzt einen Lachs aus, 16 Jahre Lagavulin, eine wunderbare Sache. So, hier muss man eigentlich sagen, ist der Rauch dezent. Bei all dem, was man über diese Stärke. Also den Rauch merkt man schon von hier oben. Ja, das ja. Als ob du durch ein altes Abriss durchdrehst. Und er hat natürlich auch diesen Effekt, ne? Durch die 59% hat er diesen Effekt, dass er beim richtig Einatmen nicht nach Sprit riecht, liebe Leute, aber die Nasenflügel kühlt. So ein kleines Ziepen. Aber nicht nach Sprit, nicht das, was man schon bei. Das ist für mich das allererste Mal, wie ich über die 40 Volt weggegangen bin. Wenn die Schärfe in der Nase hochsteigt. Ich habe gedacht. Also, was du meinst, nicht für diejenigen, die Schmierbildsäufer. Ja. Industriealkohol, wie man ihn sonst leider findet. Ja. So erblieben. Das hat er nicht so gemeint. So, dass man hier. Und das, es riecht mehr als nur nach dem Rauch. Slangerer Mann. Wunderschöner Mensch hier. So, Jupp, komm nicht mal zusammen. Alkohol konserviert. Ich hab's gesehen bei den Mumien. Alter, eine Bumsanleihe. Also. Alter Schwede. Also, er schmeckt anders, als er riecht. Sag mal so, wie es ist. Das ist richtig. Er hat wirklich eine herbe Note, aber auch eine sehr süße Note. Hat er? Das stimmt. Und dann merkt man schon, man merkt schon den Abgang. Ja. Ja. Also und diese der Phenolgehalt, der kommt auf der Zunge. Ja. Und wenn man den so beim Trinken so ein bisschen ausatmet, ne, und den durch die Nase nochmal rausgehen lässt, dann merkt man schon, hier ist Feuer drin. Ja. Aber es ist ein angenehmes Brett. Angenehm. Ja. Und ich, wie gesagt, muss sagen, ich trinke den dann auch so.
Und bei uns im Platte drum kann ich nur sagen, er wurde schon von vielen jetzt getrunken, also relativ, muss man sagen. Ja. Und es hat bis jetzt nur ein einziger mal an Wasser dazu verlangt. Die meisten trinken den so. Aber vielleicht war es ein Lustmensch. Ja. Ich meine, das ist so. Dieses Getränk, die Süffigkeit des Tomaten zum Beispiel, ne, wenn man sagen, da trinken wir noch einen, da trinken wir noch einen, da trinken wir noch einen. Ja. Die bremst sich natürlich ein bisschen aus. Aber das ich meine nicht, dass ich schon mit einem meiner besten Freunde zusammen eine Flasche Lafroy Quartercast an einem Abend getrunken habe. Weg waren sie. Wir haben aber am nächsten Tag auch noch stramm nach Dorf und Fenoll geschmeckt. Das kann ich mir vorstellen. Also gehen tut das. Oh, schönes Parfum. Ja. Dorf. und ich habe auch bis Nachmittag gedacht, nee, vorerst kein Dorfin, aber das gibt sich dann recht schnell. Also die Maschine braucht dann so. Gut, also die Sucht. Die Sucht. Aber ich sag mal so, der schreit nach einem Glas, wenn man sagt, das genießen wir. Nein. Da lassen wir den Abend mit ausklingen. Ja. Da haben wir vorher schon ins Bier getrunken oder wie auch immer. Dann, ja, so, dann, das wird dann zum Abschluss, das ist ein Abschlussgetränk. In meinen Augen. So würde ich das auch erleben. Also wie gesagt. Ja. Müssen wir jetzt einen Abschluss machen? Komm her. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir waren heute so diszipliniert. Komm, arm mal den Axel. Komm, wir machen jetzt mal hier einen Straight. Ja. Wir waren so diszipliniert heute und denke, dass aber alles Wesentliche rübergekommen ist. Wir können zu diesen beiden Whiskys sagen, Leute, wenn ihr den habhaft hört und interessiert seid, probiert sie. Die sind gut. Vor allen Dingen im W7. Im W7 können sie wirklich probiert werden. Und ihr wollt nicht nur die Whiskys sehen, ihr wollt uns sehen, das Basic. Dann kann man nämlich gerne die Entscheidung treffen, dass man auch mal für zu Hause sich so eine Flasche zulegt. Das ist ja eine ganz wichtige Sache. Denn Blindkauf, auch von Whiskys, die sehr gut von anderen bewertet werden, ist dennoch immer ein Risiko. Es ist alles Geschmackssache. Richtig. Man muss wissen, was er trinkt, wie viel er trinkt. Und in diesem Sinne werden wir alsbald wieder ein anderes Video drehen. Das wird ist versprochen. Aye. Und ja. Vor allem mit Henry mit I. Mit I. Und vielleicht auch mal wieder mit Martin. Mit R. Mit R. Und auf meine wundervolle Nichten. So Leute. Denn? Slanchera. Slanchera. Ja. Ich bin ja erstaunt, das ist ja ein richtig geiles Video. Wir waren richtig adrett. Ja. Das ist ja unheimlich. Musst du alles rausschneiden. Nein, alles bleibt so, wie es ist.